erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und die Zuschauerfrage kommt von Heinz. Und Heinz sagt, will wissen. Tägliches Abstellen eines ca. 15 Meter langen Bachlaufs. Hallo Martin, ist es eigentlich, wenn ein Bachlauf täglich abends gegen 21.30 Uhr abgeschaltet und morgens gegen 10 Uhr wieder angeschaltet wird, für die Biologie nicht schädlich? Sterben da nicht riesige Mengen an wertvollen Bakterien ab, die dann beim Einschalten in den Filter gelangen und dann in den Teich gelangen und dann in den Filter? Gruß Heinz. Also Heinz, wir dürfen eins bei dem ganzen Thema nicht vergessen. Wir haben es mit Biologie zu tun. Und das ist die Lehre des Lebens. Und wenn Leben so leicht sterben würde, wie du das jetzt gerade skizzierst, dann hätte sie wahrscheinlich auf der Erde Leben nie gebildet. Sprich, was spricht dagegen, wenn ich einen 15 Meter langen Bachlauf habe, wo hier und da wahrscheinlich das Wasser etwas schneller fließt, dann habe ich wieder irgendwo kleine Reservoirs, wo ein paar Liter Wasser drin sind oder ein paar hundert Liter Wasser drin sind. Ich kenne jetzt deinen Bachlauf nicht von der Breite und von der Tiefe. Da werden sich ganz normal, wenn du da Wasser drüber pumpst im Tagesverlauf, dann bringst du natürlich Nährstoffe, trägst du Nährstoffe ein, die über den Koi-Teich kommen. Das können natürlich, wenn du das Wasser für den Bachlauf nach dem Filter rausholst, dann hast du relativ wenig Schwebstoffe. Wenn du das Wasser direkt vom Teich in den Bachlauf pumpst, dann hast du natürlich viele Schwebstoffe. Aber du hast ja nicht nur Schwebstoffe, du hast auch die ganzen gelösten Verbindungen. Da ist dann Ammonium drin, da ist Nitrit drin, da ist Nitrat drin. Und entsprechend dem, was du dem Bachlauf an Nährstoffen anbietest, hast du auch dort irgendwann dein Mikrobiom, also die Summe aller Kleinstlebewesen, die da drin leben wollen können. Und von meiner Warte aus spricht da überhaupt gar nichts dagegen, wenn du den nachts ausschaltest und morgens wieder einschaltest. Du kannst damit vielleicht, je nachdem, wie viel Liter Wasser da drin gespeichert sind und wie groß dein Teich ist, könnte es natürlich passieren, dass wenn der nachts extrem auskühlt, dass, keine Ahnung, wenn du das im Frühjahr machst, dass der dann nachts auf 10 Grad abkühlt, dein Teich vielleicht schon 18 Grad hat. Und jetzt die Relation von dem gespeicherten Wasser im Bachlauf zum Teichwasser, wenn du das kalte Wasser dann reinpumpst, dass erstmal deine Wassertemperatur um 2 oder 3 Grad im Teich fällt. Das kann ich jetzt alles nicht sagen, das musst du selber abschätzen oder vielleicht sogar mal messen. Da sehe ich die größeren Probleme, als dass da über Nacht, wenn das ein Bachlauf ist, wo, wie gesagt, das ist ja kein Filtermaterial. Ich erkläre Ihnen zwar immer, dass in so einem geschlossenen Behälter, ja, wo das Filtermaterial dicht auf dicht liegt, wo dann nur noch gerade in den Zwischenräumen ein bisschen Wasser ist, dass sich da der Sauerstoffgehalt relativ schnell aufbraucht, weil auch von oben nichts mehr reinkommen kann. Das ist alles das eine. Was ganz anderes ist, ist ein Bachlauf, wo ich dann nachher eine Wasseroberfläche habe, wo wertvoller Sauerstoff ins Wasser gelangen kann. Ich habe dort keine Fische drin, die jetzt extrem viel Sauerstoff zehren. Also ich glaube mir, der wird trotzdem, wenn du ihn nachts ausschaltest, einen netten biologischen Beitrag zu deinem Gesamtsystem leisten und nicht jeden Tag, dass die Bakterien tagsüber zum Leben erweckt werden, nachts dann wieder absterben, am nächsten Morgen wieder im Teich. Das ist wirklich viel zu digital gedacht und das ist das Einzige, was mir in 23 Jahren, wo ich mich mit dem Thema jetzt beschäftige, aufgefallen ist. Die Natur ist alles nur nicht digital, die ist also analog. Das sind immer Veränderungen, das ist wellenförmig, das ist mal ein bisschen flacher, die Wellen, die Täler sind flacher oder nicht so tief, dann kann es mal wieder ein bisschen tiefer und wieder hochgehen. Aber ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass sowas jetzt tatsächlich Probleme bei der Koi-Haltung bereitet. So, aber man müsste den Bachlauf im Einzelnen sehen, aber wie gesagt, ich kann mir es nur schwerlich vorstellen. Vielen Dank für deine Frage, Heinz, mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.